Ja, liebe Leute, es geht heute endlich weiter. Doch ein Tag früher, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Erst geht's heute weiter mit dem Police Simulator. Ja, wir machen heute weiter in Melting Pot als Fußstreife natürlich, weil wir gerade erst frisch angefangen haben. Uns fehlen noch einige Sterne. Uns fehlen noch 13 Erfahrungspunkte und dann haben wir zumindest den nächsten ersten Stern, um überhaupt weitermachen zu können. Es ist nun mal so, Buffalo Landing brauchen wir dann quasi frei, Chester brauchen wir 2, 3, 4, also dann seht ihr ungefähr, dass wir was frei haben. Also wenn wir heute auf jeden Fall nochmal eine Schicht schmeißen als Fußpolizist und dann werden wir mal schauen, was in Buffalo Landing passiert. Den werden wir mal einfach dann. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, dass ihr dabei seid und wir machen heute ein bisschen weiter. Die Schicht geht jetzt um eine Viertelstunde, würde ich sagen. Dann passt das mit der Länge der Folge her. Ich mache jetzt ein, zwei Völkchen. Wir haben auch halb zwei in der Nacht. Also, ein bisschen Piano werden wir auf jeden Fall machen. Aber deswegen halt ein bisschen entspannt. Ein, zwei Völkchen noch und dann kann ich quasi am Montag dann, also quasi heute Sonntag, Montag, dann ein bisschen mehr aufnehmen, weil ja, der Sonntag ist für das Testungsgebiet reserviert. Dass das auch quasi dann weitergeht. Naja, wie dem auch sei, ich freue mich wieder auf jeden Fall. Ich feiere es auf jeden Fall. Mir macht's Laune. Sondern es hat ein bisschen was, auf jeden Fall. So. Was haben wir denn heute zu tun? Wir hatten in den letzten Tagen reichlich Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Alles klar. Also, das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, geht heute quasi weiter. Wir werden heute wieder einmal Parksünder sanktionieren. Natürlich. Fangen wir also mal an mit diesem roten. Wer darf auf jeden Fall hier parken, glaube ich. Wir müssen. Sag mal, was geht mit dir kaputt? Hallo? Okay. Wir müssen heute ein bisschen aufpassen. Es ist früh am. Moment! Halt, halt, halt! No parking 8 bis 12. Stadtreinigung. Der darf hier gar nicht parken. Es ist Dienstag, es ist 8:45 Uhr. Ergo, darf er heute hier nicht parken. So, Strafzettel wegen Falschparken. Besondere Haltezone. Warte mal, besondere Haltezone. Stadtrundfahrt, ich guck gerade. Straßenreinigung, da ist er doch. Die Karre lassen wir direkt abschleppen. Er darf nämlich gar nicht hier parken. Also genau, weg, bye bye. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Genau. Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen So, den werden wir auf jeden Fall erstmal abschleppen lassen, hier den Kollegen. Da ist schon der Abschlepper unterwegs, wie gesagt, die Stadtreinigung möchte gerne ran. Also geht dieses Auto auf jeden Fall erstmal auf den Abschlepphof. So. Wir müssen jetzt, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, dass wir tatsächlich die Fahrzeuge richtig. Auch hier, 8 bis 12. 8 Uhr Vormittag bis 12 Uhr Nachmittags. Mittag, also mittags. Nun heißt ja Mittag. Ergo, der geht nämlich genauso hier weg. Da kann nämlich der nächste Abschleppwagen kommen. Warte mal. Trotzdem falsch parken. Besondere Haltezone. Straßenreinigung. Die möchte nämlich auch wieder unterwegs sein. So, dann gehen wir da auch einen Abschleppwagen rufen. Hier bye muss ein bye. Wagen abgestellt werden. Können Sie bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich vergesse hier gerade. Der Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. So, der kommt jetzt auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben die Schicht auf eine Viertelstunde gesetzt. Dann passt das auf jeden Fall auch. Eigentlich dürfen wir jetzt fast gefühlt die ganze Stadt absteppen lassen, aber mal schauen. So, wir werden uns erstmal hier jetzt gerade die drei damit. Das sieht nämlich schon wieder scheiße aus. So, du parken. Das ist okay. Das wäre ein Behindertenausweis. Aber, nee, der dafür dürft ja. Aber wir dürften eigentlich gar nicht hier parken. Ich müsste hier gefühlt alles abschleppen. Weil, ja, durch die Stadtreinigung. Bis um 12. Hey! Ah, moin! einfach mal anlegen. Nein, 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 wir machen das. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Sind wir mal freundlich. Ja, ich darf eigentlich hier die ganze Zeit, alle Karren habe ich schon. Weil, Strafzettel wegen Falschparken. Position. Ne, warte mal. Zone war es. Eine Strafenreinigung. Okay, die drei ja quasi schon wieder gefühlt
Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Okay. Wir werden jetzt die drei hier noch mitnehmen, aber ich kann ja gefühlt jetzt alles wegballern hier an Autos. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. So, dann kannst du den jetzt auch quasi mehr oder weniger noch mitnehmen. Aber auch nur bis 12, ne? Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Die Kollegen kommen jetzt gerade rein, nach und nach und ballern hier. Warte mal, darf ich hier gar nicht weiter, oder? Oh. Ah, okay, wir dürfen gar nicht in das andere Gebiet, weil, da werden wir sonst entlassen. Okay. Ist scheinbar ein anderes Stadtgebiet. So, das ist kein Taxi. Der kriegt nämlich jetzt einige Fahrstrafzettel. Also der wird auf jeden Fall auch entfernt. So, fangen wir an. Also eine Position haben wir, eine besondere Haltezone. Ist eine erste Straßenreinigung. Dann noch ein weiterer Strafzettel, weil es eine besondere Haltezone ist für ein Taxi. Das kriegt er ja auch noch. Und was haben wir denn noch Schönes? Ich kann ja nicht aufs Kennzeichen gucken, das ist das Problem an der Sache, oder sehe ich das einfach nicht? Juli. Ach so, bis Juli 23 darf er. Ist quasi alles okay. Da müssen wir auch noch darauf achten, ne? Aber wie gesagt, ich werde dich jetzt auf jeden Fall mal entfernen hier. Ja, du, definitiv in der. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen in der falschen Zone schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Da ist er schon. Wie geht's? Okay. Wir laufen jetzt rum, also wie gesagt, gefühlt können wir jetzt alles abschleppen. Ich werde jetzt mal nicht so päpstlich als der Papst sein, weil eigentlich kann ich jetzt komme ich schon drei sauber machen, aber nein. Ja, wir lassen es einfach erstmal so sein, wie es ist. Weil die Stadtreinigung ist in 10 Minuten durch, quasi, mehr oder weniger. Von daher. Aber ich sehe schon wieder irgendwas, was da nicht in Ordnung ist, nämlich dieser Wagen hier vorne steht nämlich entgegen der Fahrtrichtung. Erster Linie. Okay, das wäre ja noch was. Falsche Richtung. So, gucken wir mal aufs Kennzeichen, ob der noch überhaupt gültig hat. März, warte. Ich habe nur gesehen März. Mehr habe ich noch nicht gesehen. März, was? März 22 oder sehe ich das falsch? Sehe ich das gerade falsch? Ne, März 23, okay. Der hat noch 4 Monate. Oh, warte mal. Welche Person war das jetzt? Du. Du bist das. Jetzt ist die Stadt von dem unten. Warte mal. Du. Verstoß bestrafen. Umweltverschmutzung. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja, selber schuld. Ansonsten einfach mal. Warte mal, wir fragen nochmal noch einen Perso. Hier ist er. So, was bist denn du für einer? Doch, das passt. Warte mal, jetzt müssen wir eigentlich gucken, ob die Ampel überhaupt noch rot ist, grün ist. Du dürftest hier gar nicht drüber gehen, dann kriegst du nämlich noch eine Verkehrsanweisung dahinter. Warte mal, Verstoß bestrafen.
Unerlaubte Straßenüberquerung. Und kriegst Sie noch bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die $20. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Oh ja. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, du kriegst jetzt noch. Genau, weil der nämlich jetzt auch schön über Rot geht, dann habe ich nur die nächste Strafe hinterher gekriegt. Weil eigentlich dürfte ja gar nicht stehen. So. Gut, ich wollte mich eigentlich um das Auto kümmern. Ich wollte mich den Kollegen hier vorne noch abschleppen lassen. Der. Jawohl, nee, er hat ein Knöllchen gekriegt. Er muss ja nicht abgeschleppt werden. Er muss. So. Okay, das reicht ja. Kriegt einen falschen Parkzettel. So, parken dürfte er jetzt wieder, weil 8 bis 12 Uhr. Aber. Okay, das wäre okay. Und er darf ja auch parken. Ist okay. Sieht zwar ein bisschen schräg, aber es ist nicht wirklich dramatisch. Hallo, Officer. Moin. Warte mal. Hallo. So, grüß mal freudig zurück. So, wenige Minuten haben wir noch. Dann haben wir es fast geschafft für heute mit dieser Schicht schon. Wenn wir den einen Stern bekommen, dann dürfen wir morgen schon quasi dann um 16 Uhr das zweite Oh, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, Junge. So, warte mal. Du hast einen Verstoß. Du kriegst ein... Wegen der Verschmutzung? Ja. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung bezahlt. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja. So, du kriegst auf jeden Fall erstmal... Ihren Ausweis, bitte. Damit ich dich mal hab. Klar. Bitte sehr, Officer. Die Frage ist, darf er? So. Ich gucke jetzt gerade mal nach. Wo steht denn das drin tatsächlich, dass wie lange der Ausweis gültig ist? Ablaufdatum. 14.01.25. Passt also. Da müssen wir nämlich auch noch drauf achten, dass das alles so passt. Ist aber soweit okay. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Du hast ja genau alle bekommen. Ist damit in Ordnung. Und tschüss. So, der Kollege steht, wie er darf, auf einem Behindertenausweis. Das ist ein Behindertenparkplatz. Er hat einen Ausweis vorne drin. Ergo ist das vollkommen okay. So, wie gesagt, die Schicht ist zu Ende. Die müssen wir jetzt noch ein bisschen rumbringen. Und dann kriegen wir das schon irgendwo genüsslich hin. Das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, ich setze die Schicht immer auf eine Viertelstunde. Dann haben wir so eine Mini-Zeit von der Länge der Folge her. Du stehst auch soweit okay. Hast ja einen Sonderparkplatz, hast ja einen Sonderausweis. So, aber gucken wir uns die zwei Chaoten mal an. Ist das, ist ein normaler Ausweisplatz. Ist das ein Behindertenparkplatz? Sieht aber nicht so aus, als hätte das, wäre das ein Behindertenparkplatz. So, ich gucke einfach auf das Auto. August 23. Januar 23. Alles klar. Kennzeichen passt. Mit dem Sack, okay. So, gucken wir mal. Mai 23, ja. So, gehen wir mal hier vorne hin. Vielleicht haben wir ja... Aber ist das nicht eigentlich unser... Ne, ist kein, nicht unser Polizeirevier, ne? Wir schauen mal. April. März. Oktober. April. April 22 oder 23, ist das richtig? 23, ne? Ne, Juni.
Juli 23 ist es. Alles klar. Warte mal, das ist... Nee, es ist nur... Es ist nur sowas. Oder? Das Kennzeichen ist so leserlich, ne? Das sehe ich nicht, weil das abläuft. Da kriegt der Knolle wegen Kennzeichen abgelaufen. Würde ich sagen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kann es nicht erkennen. Und damit ist es soweit durch. Gut. Liebe Leute, unsere Schicht ist schon wieder beendet. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, jetzt gehe ich zurück zum Polizeirevier. Ich muss jetzt gerade nur kurz... Also wir brauchen jetzt keine Fahrt, keine Dings mehr uns zu stellen. Sondern wir einfach machen uns jetzt zurück zum... zu unserem Arbeitsplatz und dann ist hier quasi für heute schon wieder Schicht im Schacht. Ist schon weit rumgelaufen, ne? Ich brauche jetzt keine Knöllchen mehr zu machen. Wir haben viele, viele Knöllchen geschrieben. Und Warte mal. Du! Mit deiner Karre! Kann ich dich nicht rausnehmen aus dem Dings? Weil der verpustet dir richtig die Umwelt hier. Warte mal, kann ich dich zurück? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Zurück. Das kann man spontan. Schauen, dass ich jetzt richtig laufe. Aber sieht schon soweit gut aus. Jetzt wird wahrscheinlich noch nichts mehr passieren. Nee, sind schon richtig gewesen. Okay. Ich muss jetzt nur kurz gucken, dass wir irgendwie zurückkommen. Weil ich bin sehr, sehr weit unterwegs gewesen. Oh, Alter. So, wenige Meter noch und dann haben wir es geschafft. Da vorne. Da wollte ich hin. Jo, dann haben wir es für heute erledigt. Die Frage ist, was wir morgen machen. Ich weiß noch nicht, ob da irgendwie nochmal Fußpolizist sein soll oder Streifenpolizist fahren. Ich weiß es noch nicht. So. Dann mal kurz zum Rechner, weil wir müssen unsere Schicht beenden. Erledigt. Viele, viele Parker, Fußgänger, grüßen. Eine neue Ausrüstung freigeschaltet. Wir haben eine Radarpistole freigeschaltet. Wir dürfen jetzt blitzen gehen. Wahrscheinlich sogar. Was haben wir als Typ? Raser melden. Und Buffalending. Also das zweite Stadt, nächste Stadtteil. So, ein Tag im Büro für einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Du kannst jede Woche bis zu 4 neue Schichten beantragen, in denen du einen Tag Urlaub nimmst. Gut, ich mache trotzdem hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was es da so Neues gibt.